Hallo und willkommen Mitreisende durch das Universum. Ja, ihr hört es schon raus, das ist alles andere als erfreulich und dieser spontane Podcast wird auf YouTube und Verantwortung aufbauen. Also wer diesen Podcast nachholen möchte, der hat jetzt in der Infocard in der Beschreibung die Chance dazu. Und ja, dieses Video bzw. dieser Podcast sollte ja eigentlich nicht kommen. Ich habe, glaube ich, mal in einem anderen Video darüber gesprochen, dass ich mich aus vielen negativen Einflüssen heraus und weil ich mich wahrscheinlich in Rage reden werde, nicht damit auseinandersetzen möchte. Aber ein Video, was ich heute Morgen gesehen habe, hat das Thema, die Thematik etc. halt wieder bei mir entbrannt. Und zwar geht es um YouTuber und was mal gesagt werden muss, was ja ironisch ist, weil ich es ja eigentlich nicht sagen wollte. Aber offensichtlich kommt man wirklich nicht drum herum und es muss wirklich gesagt werden. Und ich mache das so spontan, ohne Stichpunkte, Skript etc. Weil das, was ich sagen möchte, das soll so ehrlich rüberkommen wie nur möglich. Und zwar nicht, weil ich jetzt irgendwie, wenn es später kommen würde, irgendwie unehrlich wäre, sondern einfach, weil eventuell die Zeit dafür sorgen würde, dass ich gewisse Dinge nicht ausspreche, die eventuell doch gesagt werden müssten. Und da ich mich selbst einigermaßen kenne, möchte ich mich dahingehend in der Thematik nicht beschneiden. Und ja, weil ich weiß, wie ich halt selbst ticke und es schlussendlich so kommen könnte oder kommen würde, kommt das halt jetzt so spontan. Ich habe das Video vor nicht mal 2 Stunden gesehen. Ich war gerade einfach nur unter der Dusche gewesen und ja, jetzt soll das kommen. Aber was war eigentlich jetzt der Auslöser, dass ihr jetzt dieses Thema habt und nicht etwa Robotik, was ich hier eigentlich machen wollte? Und ja, der Grund dafür ist ein Video von einem YouTuber, den ich schon etwas länger verfolge. Und der hat sich auf 2 andere YouTuber, beziehungsweise die eine ist eher Cosplayerin als YouTuberin, bezogen. Und zwar hat diese Cosplayerin in irgendeiner medialen Form wohl ein Video gemacht, wo sie halt geweint hat und die Leute um Geld gebeten hat, beziehungsweise gebettelt hat. Und ein anderer YouTuber in der Sparte, in der sie halt cosplayt, ich nenne mit Absicht jetzt nicht, worum es jetzt exakt genau geht, damit die Leute jetzt nicht irgendwie danach suchen und eventuell noch mehr Öl ins Feuer gießen, weil das möchte ich nicht. Ich weiß, ich bin nicht groß, ich habe dahingehend nicht so den Einfluss oder die Reichweite, aber ich möchte nicht derjenige sein, der das zusätzlich befeuert. Von daher halte ich es neutral und selbst wenn ihr wisst, worum es geht, bitte ich euch, das nicht in den Kommentaren zu schreiben. Ihr könnt es mir gerne via Privatnachricht schreiben und wir können dahingehend explizit darüber gerne schreiben. Ist in Ordnung, aber nicht hier, nicht in der Öffentlichkeit, wo sich Leute persönlich angegriffen fühlen können, gehabt werden sollen, Brötchen. Ihr seht schon, sehr, sehr spontan. Grammatikalische Sätze kann man bei mir suchen, ne? Zumindest grammatikalisch korrekte Sätze. Ja, es geht auch nicht darum, dass ich jetzt sage, wir sollen jetzt hinterrücks den Leuten lästern. Nee, es geht einfach nur darum, ich möchte das nicht noch zusätzlich befeuern. Ich möchte zwar über die Thematik grob sprechen, aber da ich ja nicht erwähne, in welchem Bereich und wie und habt ihr nicht gesehen, das ist halt dahingehend nicht noch weitergeht, weil das ist schon zu weit gegangen. Das muss ich nicht noch zusätzlich, wie gesagt, befeuern. Von daher bitte ich euch halt darum, aber gebe euch halt auch die Möglichkeit, darüber halt privat mit mir zu schreiben. Falls ihr die Sparte gerne wissen wollt, warum auch immer, um die Thematik vielleicht besser zu verstehen, dann könnt ihr das mir auch schreiben. Aber naja, nicht hier in diesem Podcast und bitte nicht in meinen Kommentaren. Ja, da hat die Gute halt ein Video gemacht, wo sie um Geld gebettelt hat und halt einer aus der Sparte hat halt darauf eher negativ reagiert und gemeint, wenn sie jetzt keine hübsche Cosplayerin wäre, sondern irgendwie, was weiß ich,
hässlich oder keine Ahnung, ein Kerl, dann würde sie nicht so den Support bekommen. Er hat wohl auch noch hässlichere Dinge gesagt und schrecklichere Dinge, aber ich muss zugeben, das reicht im Prinzip schon aus. Ich sag nicht, dass seine Aussage prinzipiell ja nicht der Wahrheit entspricht, weil, um ehrlich zu sein, so naiv sollten wir nicht sein. Also die Welt ist halt sehr, sehr oberflächlich und wenn er halt diesen Punkt bringt, muss man halt traurigerweise sagen, dass da etwas dran ist. Wenn jetzt, keine Ahnung, ein hässlicher Junge oder ein hässliches Mädchen oder wobei Schönheit so im Auge des Betrachters liegt, da um Geld gebeten hätten, hätten sie wahrscheinlich weniger bekommen als eine hübsche Kostbärin, der jetzt, sagen wir mal salopp gesagt, viele Männer und Frauen, ich möchte ja niemanden ausschließen, nachlaufen. Also eine unpassende, aber dennoch legitime Aussage. Es gab aber auch noch schlimmere Aussagen, die getätigt wurden. Und ja, da möchte ich auch den Bogen spannen zu meinem alten Podcast. Und zwar, ja, Verantwortung. Denn dieser nette Herr wurde schon häufiger mal darauf angesprochen, weil er offensichtlich häufiger kritisch-satirische Videos in der Hinsicht macht, darauf angesprochen, er soll die Leute doch nicht mehr immer fertig machen. Zumindest muss er das nicht auf eine beleidigende Art und Weise tun, wo man halt auch sagen muss, das ist prinzipiell richtig. Kritik ist eine Notwendigkeit. Kritik sollte definitiv immer stattfinden dürfen. Von daher habe ich auch kein Problem daran, wenn Kritik bei mir, ja, sagen wir mal, ausgeführt wird, wenn es in einer sachlichen Art und Weise erfolgt. Aber das war halt hier wohl nicht der Fall. Ich habe einige Videos von ihm gesehen. Er pauschalisiert ganz gerne und er interpretiert auch sehr vielen Aussagen rein, nur um die Leute möglichst schlecht dastehen zu lassen. Und ja, das passiert tatsächlich gar nicht mal so selten. Also wenn man glaubt, dieser eine YouTuber in dieser Sparte wäre eine Ausnahme, den muss ich leider Gottes enttäuschen, weil sehr, sehr viele sagen über andere YouTuber oder andere Personen des öffentlichen Lebens halt einfach beleidigende Dinge. Aber was stört mich eigentlich prinzipiell daran? Ich meine, wenn er seine Meinung auf diese Art und Weise kundtun möchte, dann kann er das doch gerne tun. Ich meine, wir sind alle zumindest einigermaßen erwachsene Personen und haben auch die Möglichkeit, uns wirklich verbal damit auseinanderzusetzen oder halt eben darüber zu stehen. Das ist gar nicht mein Problem. Mein Problem ist halt einfach nur, dass der nette Herr hingegangen ist, als Leute angesprochen haben, ja gut, die gute Cosplayerin hat Morddrohungen bekommen und auch Vergewaltigungsdrohungen von halt Leuten, die sein Video bezüglich ihrer Person gesehen haben. Und er hat nur gemeint gehabt, ja, seine Videos sind doch nur kritisch-satirisch angehaucht und das würden die Leute doch verstehen. Aber auf der anderen Seite macht er sich ja offensichtlich blind davor, weil die Leute haben es ja offensichtlich nicht verstanden. Ich meine, wenn sie es verstanden hätten, dann würden sie ihr doch keine Morddrohungen schicken, ja? Wenn sie wirklich verstanden hätte, dass es sich dabei hier um kritische Satire handelt. Ich glaube, der Herr macht es sich einfach, ja, ein bisschen zu leicht, sich dahinzustellen und zu sagen, ja, das ist doch eigentlich nur Satire und die Leute, die verstehen das doch. Ja, das tun sie doch offensichtlich nicht, du Dumpfbacke. Sorry. Aber ich wusste, ich kann dabei nicht ruhig bleiben und trotzdem tue ich das. So, jetzt muss auch mal ein Schluck Wasser getrunken werden zwischendurch. Das werde ich auch nicht rausschneiden, warum auch. Würde ich normalerweise machen, aber hier und heute keine Chance. Müsst ihr damit leben, dass ich ab und zu was trinke, weil ich mich in Rage rede. Ja. Er glaubt, die Leute würden verstehen, dass es sich dabei um Satire handelt. Ja, tun sie nicht, du Idiot. Sie verstehen es halt nicht. Wenn man sieht, die gute Frau und andere Leute, die er fertig macht, kriegen Morddrohungen, ja, aufgrund deiner Videos, dann verstehen sie es doch nicht.
man kann sich doch nicht so naiv dahinstellen und sagen, nee, nein, das ist doch Satire. Ja, supi, super Satire, die andere Leute Morddrohungen einbringen, ja. Man möchte gar nicht über die Leute reden, die da Morddrohungen schreiben. Das sind blinde, manipulative Idioten, ja. Oder manipulierte Idioten, besser gesagt. Aber nein, es geht ja noch schlimmer als das. Und da ging es in YouTube und Verantwortung drüber. Und zwar Leute, die sich einfach dieser Verantwortung, die sie in dem Moment haben, entziehen. So, du bist ein YouTuber mit, sagen wir mal, 150.000 Abonnenten. Wer weiß, wie ich auf die Zahl komme? Wer weiß das schon? Ja? Dann erreichst du in den Fällen, mal gucken, vielleicht die Hälfte an Leuten wirklich. Keine Ahnung, wie viel davon inaktiv sind oder nicht inaktiv sind. Bei mir sind einige inaktiv, nicht so viele prozentual gesehen wie wahrscheinlich bei größeren Kanälen. Aber es gibt halt inaktiv. Sagen wir mal, salopp gesagt, du erreichst nur ein Drittel davon. 50.000 Leute. Sagen wir mal, was nicht unrealistisch ist, 80% von diesen jungen, von diesen Leuten sind relativ jung. Ja, sagen wir mal, 80% davon sind minderjährig. Also, ja, grob gesagt, 40.000 Leute davon sind minderjährig. Und Minderjährige sind meistens leichter zu manipulieren bzw. zu beeinflussen als erwachsene Menschen. Die sehen praktisch in dir diesen netten Herrn, der sich offensichtlich zur Aufgabe gemacht hat, andere Leute fertig zu machen. Ja. Sehen, ja, mein Held tut das. Es muss ja richtig sein. Das heißt, 40.000 junge Menschen, vielleicht sogar noch mehr, nehmen deine beschissenen Ansichten des Lebens einfach auf. Ich persönlich sage bei jedem einzelnen Podcast, hinterfragt die Dinge, die ich sage. Habt gefälligst eine eigene Meinung. Das erfolgt da ja natürlich nicht. Nein, der sagt das einfach in seinen Videos und stellt das so hin, als ob das so wäre. Ja? Ich möchte jetzt nicht ganz in die Details gehen, weil es ansonsten nur schlimmer werden kann, was leider Gottes noch möglich ist. Also, wir sind noch nicht am Bodensatz angekommen, da werden wir heute wahrscheinlich auch noch nicht ankommen, weil es gibt immer noch etwas darunter, was traurig ist, aber leider wahr ist. Ja, also da hast du so viele Leute, die du beeinflusst, aber du stellst dich hin und sagst, ich nehme diese Verantwortung nicht an, ich möchte gar keine Vorbildsfunktion sein. Ja, Pech, mein Freund, du bist eine Person des öffentlichen Lebens. Du gibst deine Meinung, dein Weltbild in Videos wieder. Mit dem ersten Video, was du tust, und selbst wenn das nur 5 Leute sehen, hast du eine Verantwortung zu erfüllen. Das hast du einfach. Du hast nicht mehr die Möglichkeit zu sagen, aber ich möchte doch gar nicht eine Vorbildfunktion sein. Das bist du einfach, du Trottel. Du bist eine Vorbildfunktion. So traurig, wie das klingt. Du bist einfach eine Vorbildfunktion, hast auch eine zu sein. Wenn du keine Vorbildsfunktion sein willst, dann hör auf mit YouTube. Dann verpiss dich endlich von hier. Ganz ehrlich, da raste ich schon wieder aus. Ich wusste, dass es in diese Richtung geht, aber was soll ich machen? Ich kann doch hier nicht einfach ruhig sitzen und mir diesen Scheiß da geben. Das geht nicht, es geht einfach nicht. Meine Güte, wie grenzdebil sind einige Leute eigentlich? Sie wollen den ganzen Fame haben, das ganze Geld, die Anerkennung, aber sie wollen keine Verantwortung dafür übernehmen. Leute, so funktioniert das nicht. So funktioniert gar nichts in dieser Welt. Sobald ihr das erste Video macht, sobald ihr die erste Aussage in der Öffentlichkeit, ja, von euch gebt, ja, wenn ihr beispielsweise in, keine Ahnung, der Berufsschule, in der Hochschule oder wo auch immer in der Arbeit eine Meinung kundtut, ja, egal ob da oder in einem Video, habt ihr Verantwortung für diese Aussage zu übernehmen. Ihr habt nicht mehr die Wahl zu sagen, ja, ich nehme diese Aussage zurück oder hahaha, das war doch alles nur Satire. Es geht nicht mehr. Der Zug ist abgefahren. Ihr habt Verantwortung. Meine Freunde,
Ihr habt einfach die Verantwortung. Da gucken euch eventuell kleine Kinder zu. Ja, es gibt auch genug wahrscheinlich ältere Leute, die halt beeinflussbar sind in der Richtung. Ja, die ihr mit euren Videos halt und mit eurer Attitüde ebenfalls beeinflusst. Und man kann sich nicht einfach hinstellen und sagen, ja, das ist ja eigentlich gar nicht mein Ziel. Ja, sorry. So wie du dich gibst, das, was du in deinen Videos sagst, halt, sei ruhig. Nicht jetzt. Nicht mehr wieder, mein kleiner, lieber Rauchmelder, ne? Nicht hier, nicht jetzt. Ich muss mich aufregen, genau. Ja, man hat nicht mehr die Möglichkeit zu sagen, ich möchte keine Vorbildsfunktion sein. Es geht nicht. Du hast automatisch eine Vorbildsfunktion zu erfüllen. Ob du die wahrnehmen möchtest, das ist dir vollkommen selbst überlassen. Aber du darfst dich halt nicht wundern, wenn dich andere Leute halt nach diesem Maß messen. Du hast eine Vorbildfunktion. Und ich möchte diesen Typen jetzt nicht unterstellen, dass er... Nee, um ehrlich zu sein, ich möchte es ihm unterstellen. Wer da hingeht, ja, kritische Satire, in Anführungszeichen, betreibt und dann meint, so naiv wirken zu wollen, dass er nicht weiß, was er für eine Auswirkung auf andere hat, muss ich leider sagen, also entweder bist du ein vollkommener Idiot oder du bist ein vollkommener Idiot. Also, naja, es ist offensichtlich Jacke wie Hose. Egal wie, du bist ein vollkommener Idiot. Tut mir leid. Entweder du weißt, was du tust, dann bist du ein manipulativer Idiot, und du weißt eben nicht, was du tust, dann bist du ein naiver Idiot. Egal in welchem Fall, ja, du bist halt einfach ein Trottel, tut mir leid. Ja, ich weiß auch gar nicht, warum ich mich entschuldige, weil eigentlich tut es mir gar nicht leid, weil so etwas darf einen auch gar nicht leid tun. Diese Leute benutzen ihre Reichweite, um andere Leute fertig zu machen. Und das ist meiner Meinung nach einfach falsch. Man kann sich kritisch äußern. Und es gibt immer zwei Seiten der Medaille. Und da möchte ich halt auch noch drüber reden. Und zwar diese nette Cosplayerin da. Ich habe ein paar Videos von ihr gesehen. Ich habe sie nie persönlich getroffen. Ich kann also nicht sagen, wie die Frau wirklich drauf ist. Auf jeden Fall hat sie halt hier ihr Video gemacht, wo sie ein bisschen rumgeheult hat, um an Geld zu kommen. Jetzt kennt man den Hintergrund nicht so wirklich richtig. Ich weiß auch nicht, ob sie diesen Grund wirklich 1:1 wiedergegeben hat. Das, was ich so gehört habe, hat sie nur gemeint gehabt, sie hätte Geldprobleme und möchte halt von den Leuten halt Geld haben. Ja, ich habe keine Ahnung, was das für Hintergründe hat, aber prinzipiell muss man halt auch sagen als Gegenseite, dass da auch viel manipuliert wird. Und da muss man sich halt fragen, was ist wirklich schlimmer? Derjenige, der beleidigende Scheiße über andere Leute ins Netz stellt, oder die Leute, die halt auf hinterhältige und manipulative Art und Weise versuchen, halt an Geld zu kommen. Ich weiß nicht, was davon schlimmer ist. Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Und das ist so ein großer Punkt, den ich auch noch ansprechen möchte. Und zwar diese hinterhältige, manipulative Art und Weise, die in YouTube hier Haushalt hält, egal, mich interessiert es nicht mal mehr, ob das jetzt irgendwie komplett falsch war in dem Moment, wahrscheinlich schon, aber das ist egal, das interessiert mich gerade einfach nicht, weil ich werde meine Meinung kundtun und das muss auch in dem Fall nicht sachlich sein, weil ich gar nicht versuche, sachlich zu sein, ich bin einfach gerade wütend. Ich bin wirklich wütend und das muss halt auch einfach mal gesagt werden. Seine Zuschauer zu belügen und auszunutzen, das ist ein Verbrechen. Ja, man kann sich das jetzt hinbiegen, wie man möchte. Aber ich werde mal ein paar Beispiele nennen. Und zwar gibt es da eine nette kleine Geschichte von einem YouTuber, der mal gemeint hat, ja, er müsste mit YouTube aufhören. Einer ist natürlich gelogen, weil es sind deutlich mehr als einer, die solche Videos machen. Ja, es tut mir leid, Leute, ich kann mir YouTube nicht mehr leisten. Von daher brauche ich euer Geld. Ja,
Darf ich euch einen kleinen Hinweis geben, was man tut, wenn man sich eine Sache nicht mehr leisten kann? Dann macht man sie nicht mehr. Meine Güte, ich weiß auch gar nicht mehr, ich weiß gar nicht, woher das kommt. Ich meine, ich habe gerade mein Equipment zusammen. Ich habe eine Webcam, die nicht sonderlich gut ist, aber für Livestreams meine hässliche Fratze ausreichend aufnimmt. Ich habe ein Studiomikrofon, was nicht perfekt ist, aber meine Stimme auf gute Art und Weise aufnimmt. Ich habe ein Headset, um mich selbst zu hören. Von diesem beschissenen Headset funktioniert das Mikro übrigens nicht mehr, aber ich habe mir halt kein neues Headset gekauft. Könnte ich tun, habe auch das Geld dafür, das zu machen, aber mache ich nicht, brauche ich halt einfach nicht. Und diese Leute haben diese Ausrüstung noch, ja? Keine Ahnung, vielleicht haben sie es auch nicht mehr. Wer weiß, womit sie dann gerade aufnehmen. Vielleicht mit der Ausrüstung eines, wartet, Sarkasmus, Freundes. Ja, wahrscheinlich. Von einem Freund aufgenommen. Hat keiner in einem Video gesagt, sie scheren sich gar nicht darüber, dass sie ja gerade ihre Ausrüstung benutzen. Ne? Also, keine Ahnung, liegt offensichtlich nicht an der Ausrüstung. Aber sie können sich YouTube auf einmal nicht mehr leisten. Ich habe keine Ahnung, YouTube frisst ja eigentlich, wenn man seine Ausrüstung hat, doch eigentlich nur noch Zeit. Außer man holt sich jetzt für gewisse Sachen irgendwie ein Produkt, um das vorstellen zu können. Wenn man nicht gerade in der luxuriösen Position liegt, diese Sachen von den Herstellern direkt gesponsert zu bekommen. Aber ansonsten sehe ich echt wenige Stellen, wo man sagt, oh, ich kann mir es nicht mehr leisten, mein derzeitiges Equipment zu behalten, um weiter Videos zu machen. Ich meine Gott, meine Güte, wen willst du hier eigentlich verarschen, du Idiot? Wen willst du verarschen? Gut, es ist offensichtlich, du willst alle deine Zuschauer und Abonnenten verarschen, die dich jahrelang supportet haben. Das willst du offensichtlich tun. Weil, meine Güte, es gibt noch ein schlimmeres Beispiel. Ein Video, ja, von einem, den ich mal verfolgt habe, was ich zwischenzeitlich nicht mehr tue. Hat am Anfang des Videos gesagt, ja, es tut mir leid, meine Freunde, ich muss leider mit YouTube aufhören. Es haben sich da Kosten entwickelt, die ich einfach nicht mehr tragen kann. Es tut mir leid. Und bei den ganzen Fans geht direkt, ich kann schon nicht mehr reden. Ja, kommt wieder der Schluck Wasser. Ja. Ja. Mi, genau. Da kommt bei den Fans die Reaktion, oh mein Gott, was kann ich tun? Der arme YouTuber. Oh nein, was tue ich denn, wenn YouTuber XY aufhört? Och nein. Und in dem Moment, wo die Leute sich fragen, ah, kann ich ihnen nicht helfen, kommt in dem Video, aber das könnt ihr verhindern. Ja, ihr könnt mir ja all euer Geld schicken und euer Erstgeborenes. Ja, das ist natürlich jetzt übertrieben, aber sozusagen, also erstmal baut er, also erstmal Hut ab. Erstmal Hut ab, dass man erstens das so geschickt hinkriegt, ja, und dann auf der anderen Seite noch so wenig moralisches Empfinden besitzt, um das auch noch zu machen, ja. Man baut erst diese Dramatik auf, die Sorge bei all seinen Fans und Supportern, ja, nein, ich muss aufhören, aber nee, doch nicht, ihr könnt mir ja noch mehr Geld schicken, als ihr ohnehin tut, und dann komischerweise, obwohl er ja eigentlich aufhören wollte, kommen dann Sachen wie, ja, welche Formate er zurückholen wird, wenn er so und so viel Geld von seinen Fans bekommen würde. Wo ich mir denke, ja, wolltest du nicht eigentlich noch eben aufhören? Um das mal klarzustellen an dieser Stelle. Ich habe nichts dagegen, wenn Fans ihre liebsten YouTuber oder was auch immer supporten. Das ist vollkommen in Ordnung. Ist es, wirklich. Ich habe auch kein Problem, wenn ihr ihnen Geld schickt oder ihr Merchandise kauft oder so. Das ist alles vollkommen in Ordnung. Es ist okay, Leute für ihre, in Anführungszeichen, halt in dem Moment Arbeit zu entlohnen. Es ist okay. Wenn ich ein Video mache, sind die Kommentare unter meinen Videos meine Entlohnung. Weil ich wünsche mir unter meinen Videos Kommentare. Und wenn ich Kommentare lese, die mich eventuell auch einfach freuen. Also erstmal freue ich mich, wenn ich überhaupt einen Kommentar sehe. Wenn das dann noch ein netter, freundlicher, lieber Kommentar ist, freue ich mich doppelt. Wenn es dann ein schmeichelhafter Kommentar ist, freue ich mich vielleicht sogar dreifach. Und das ist dann praktisch meine Entlohnung. Ich mache keinen Hehl daraus,
dass es so ist, dass ich mich darüber freue und mir auch Kommentare wünsche. Und es ist, wenn man eine gewisse Größe hat, auch vollkommen in Ordnung, für die Videos, die man da macht, eine Entlohnung zu bekommen. Ist kein Problem. Womit ich ein Problem habe, ist, sich hinzustellen und zu sagen, oh nein, ich habe dasselbe Equipment wie vorher, aber ich kann keine Videos mehr machen. Ja, aber warum eigentlich nicht? Ja, dann machst du halt einfach ein Video in der Woche weniger. Oder es gibt nur einmal oder nur alle 2 Wochen ein Video. Das kostet ja nur Zeit, das Equipment hast du ja noch. Da kriegst du ja keine Antwort zu. Also darauf würde ja kein normalsterblicher YouTuber jemals antworten. Weil es ein legitimer Punkt wäre. Da macht man halt einfach weniger. Ich verstehe das einfach nicht. Ja. Stattdessen stellt man sich dahin und manipuliert einfach seine Zuschauer dahingehend, ja, ich muss ja aufhören, wenn ihr mir kein Geld gebt. Ja, auch eine schöne Art und Weise. Also man verlässt sich nicht mehr darauf, dass man von seinen Fans irgendwie so entlohnt wird, also in der Form, dass sie deine Videos schauen, du deine Videos monetarisiert hast, vielleicht sogar deinen Fanshop oder auch Patreon bereits hast. Nein, man muss sich auf manipulative Art und Weise noch mehr Geld aus den Leuten rausholen. Ja, es mag sein, dass die Leute Geldprobleme haben, aber meine Güte, dann such dir einen Job. Einen richtigen Job. Oh, da habe ich aber noch ein weiteres Beispiel. Und zwar von jemandem, den ich tatsächlich noch verfolge, wo ich mir aber auch nur gedacht habe, ja, mein Freund, das war aber ganz knapp, beinahe hätte ich einfach gesagt, ja, hier, das war's, mach's gut, mein Freund, war nett mit dir. Und zwar hat er seinen Job verloren. Ja, das ist eine traurige Sache. Und hat halt gemeint gehabt, er kommt halt aus einem Land, wo es nicht normal ist, wenn man seinen Job verloren hat oder keinen Job hat, dass man halt unterstützt wird. Und er würde gerne seine Frau und sein Kind halt versichern. Und das kann er halt aktuell nicht mehr. Ja. Sie leben aktuell von der Substanz und haben halt keine Möglichkeiten mehr, ihre Versicherung ja aufrechtzuerhalten. Er hat halt ein Geld gebeten. Wo ich mir gesagt habe, ja, meine Güte, das ist schon ein Schicksalsschlag, das kann passieren, kann ich verstehen, dass man da supportet werden will. Ja. War auch vollkommen in Ordnung. Aber dann, später, hat er dann irgendwie eine Liste gemacht mit Dingen, die er tun wird, wenn ja seine Patreon-Spenden irgendwie auf den oder den Betrag kommen. Ja, und habe ich mir gesagt, hä? Ja, ist das jetzt nicht eine Übergangslösung, bis du, naja, wieder einen Job hast? Nee, offensichtlich war der Plan, nachdem man einen Job verloren hat, ja, ich gehe jetzt einfach vollends auf YouTube. Und ja, hat dann wohl gedacht gehabt, ja, dafür brauchst du halt noch ein bisschen mehr Geld als das. Was irgendwo noch in Ordnung ist, aber dass man es dann so hinstellt auf theatralische Art und Weise, oh nein, mein Gott, ich habe meinen Job verloren, jetzt will ich Vollzeit-YouTuber werden, verfehlt irgendwie den Sinn. Aber er produziert immer noch hochwertige Videos, allerdings muss ich sagen, er produziert weniger Videos. Er hat sein Ziel von $4,600 sogar überschritten mit 5.000 irgendwas. Dazu hat er sogar ein Video gemacht, wo er sich bedankt hat, und das finde ich auch in Ordnung, dass er halt realisiert hat, da ist eine Community, die mich supporten möchte, die auch möchte, dass ich Vollzeit YouTube mache. Das ist auch vollkommen in Ordnung, wäre es nicht da so, dass er weniger Videos macht als vorher. Ich weiß es selbst, wenn man keine Arbeit hat, ja, ich war auch mal eine Zeit lang arbeitslos gewesen, zwischen Ausbildung, Arbeit und Studium gab es auch Zeiten, wo ich arbeitslos war, und da verfällt man auch schon mal leicht
da rein, dass man Dinge einfach immer wieder verschiebt und dann kommt es schlussendlich weniger. Also die Leute, um das mal auf den Punkt zu bringen, haben ihm mehr Geld gegeben, dass er Vollzeit-YouTuber werden kann, um mehr Content zu bringen, und das Resultat daraus war, dass er weniger Content bringt. Und da ist wieder so der Punkt erreicht, wo ich mir sage, das ist falsch. Wenn du dich schon dafür bezahlen lässt, YouTuber zu sein und halt auch wirklich explizit darum bettelst, Vollzeit-YouTuber sein zu können, dann sei es auch. Dann mach Content. Warum kommt denn da jetzt weniger Content? Das verstehe ich einfach nicht. Muss ich auch wieder trinken? Ja, das ist aber jetzt ein Beispiel, wo ich sage, ja, das ist in Ordnung, ja. Deswegen bin ich auch bei diesem YouTuber geblieben, weil ich es erstens nachvollziehen kann, dass in so einer Situation halt einfach weniger kommt, weil man sich denkt, ja, ich habe ja mehr als genug Zeit und du verschiebst dann einfach nur Dinge, ja. Ist in Ordnung, ist trotzdem ein bisschen fragwürdig, auch dahingehend, weil er kriegt 5.000 Dollar. Und wir reden jetzt nicht von einmaligen 5.000 Dollar, sondern 5.000 Dollar den Monat. Das ist kein Spaß. Er hat das in seinem Video bestätigt. 5.000 Apples. Ich glaube, es waren 5.080 zu dem Zeitpunkt. Da hatte er 100.000 Abonnenten weniger als jetzt gerade. Also ihr könnt euch in etwa, ihr könnt euch vorstellen, wie viel mehr Geld er jetzt circa kriegt. Und bei diesen 5.000 Apples sind ja noch nicht mal die, ist ja noch nicht mal das Geld drin, was er durch seine Videos bekommt. Ist ja nicht mal das Geld drin, was er von Merchandise bekommt oder ja halt von Werbepartnern in dem Moment, ja. Da steckt so viel Geld noch gar nicht drin. Wo ich mich nur frage, meine Eltern sind mit drei Kindern und einer Katze dazu in der Lage gewesen, mit weniger Geld, dass wir gut leben konnten und noch zweimal im Jahr in Urlaub gefahren sind. Und er hat mit drei Personen, also Frau und Kind, mehr Geld zur Verfügung, aber macht weniger Videos. Wo ich mich halt einfach nur frage, wo ist da die Relation? Wozu braucht dieser Mensch wirklich diese 5.000 plus Dollar im Monat? Ich meine, eventuell kommt er aus einer extrem teuren Gegend oder so. Vielleicht arbeitet er zwischenzeitlich auch wieder, ja. Aber ich gehe mal davon aus, dann hätte er ein Video dazu gemacht, dass er wieder arbeiten geht. Ich habe keine Ahnung, um ehrlich zu sein. Das ist aber mitunter noch das positivste Beispiel. Habe ja eben ein Beispiel genannt mit jemandem, der halt auch darum gebettelt hat und dann Ziele vorgegeben hat. Er hat nicht eins von diesen Zielen erfüllt. Stattdessen im Video, wo er darum gebeten hat, Geld zu bekommen und auch nur vorher gemeint hat, ja, dass er aufhören würde, wenn er kein Geld bekommt, ja, da hat er noch seine Cam benutzt, die er früher auch schon benutzt hat. Aber nach diesem Video und nachdem das erreicht wurde, das Geld, was er bekommen wollte, er hat auch ein Video gemacht mit Webcam, dass er genug bekommen hat und dass er sich freut, so viel Support zu haben, aber danach kam monatelang gar nichts mehr. Ja, es kamen noch ein paar Videos, aber ohne Cam und mit komplett weniger Aufwand, wo ich mich dann auch wieder in dem Moment frage, Junge, du hast den Leuten jetzt so viel mehr Geld aus der Tasche geleiert, ja, und machst jetzt weniger Content und hast gar nichts von dem gemacht, was du den Leuten versprochen hast, wenn sie beispielsweise das 2.000 oder das 3.000 Dollar Ziel erreichen. Er wollte ein Format zurückbringen, was früher total beliebt war, bei 2.000 Dollar. Er hat schlussendlich, keine Ahnung, ich glaube 3, 5 oder sonst was bekommen. Oder auf jeden Fall, er hat gemeint gehabt, er hätte alle Support-Ziele erreicht und 3.500 war das höchste Support-Ziel gewesen. Und ja, keins seiner Versprechen hat er eingehalten. Wo ich mich dann halt frage, ist es erstens nicht kurzsichtig, ja, die Leute, die einen da so supporten, so dermaßen zu verarschen? Das ist doch, ich weiß nicht, du versprichst den Leuten etwas und hältst es nicht. Also irgendwann mal,
irgendwann mal kommt doch der Punkt, wo die Leute das durchschauen und dich einfach aufhören zu supporten. Aber offensichtlich ist die Zahl an naiven Leuten, die dazukommen, die ihn trotzdem supporten, offensichtlich so hoch, dass er gar keine Notwendigkeit dazu besitzt, irgendeines seiner Versprechen einhalten zu müssen. Und das finde ich total falsch, aber das sind ja eigentlich sogar noch die netten Beispiele, ja? Die netten Beispiele. Gibt auch jene Beispiele, die solche Videos regelmäßig machen, wie, ah nein, ich muss mit YouTube aufhören, außer ihr unterstützt mich mehr, eure Unterstützung hat letztens nachgelassen und YouTube monetarisiert nicht mehr so gut wie früher und meine Merchandise-Verkäufe sind rückläufig. Ja, meine Güte, such dir einen Job. Du machst kaum Videos. Ah, machst aber ständig irgendwelche Videos, dass du Geld haben möchtest. Ja, am besten am jeden Anfang eines Videos und am Ende, oh nein, ich brauche mehr Geld, supportet mich doch bei Patreon. Ja, schaut doch mal bei meinem Merchandise-Shop vorbei, so nach dem Motto hier, ich krieg noch nicht genug von eurem Geld, kauft meinen Schrott. Ganz ernsthaft, also. Da geht es mir schon wieder durch hier. Das ist aber auch eine Unart hier auf YouTube. Ich meine, man kann mal darauf hinweisen, dass man Patreon hat und dass man einen Shop hat, aber doch nicht in jedem fucking Video. Und am besten jeden Monat ein Video, dass ich mir YouTube nicht mehr leisten kann. Oh, wie die YouTuber rumgeheult haben, als die Richtlinien sich geändert haben. Oder dass jetzt immer weniger Videos monetarisiert werden können. Wirklich ein Großteil der Videos, die automatisch nicht monetarisiert werden können, ja, oder nicht monetarisiert werden, können über, was weiß ich, irgendein Netzwerk oder über YouTube direkt selbst wieder monetarisiert werden. Es ist ein minimaler zusätzlicher Aufwand, um diverse Videos monetarisiert wieder zu bekommen. Diesen Aufwand gönnen sich manche offensichtlich nicht oder sie heulen, dass sie zusätzlichen Aufwand haben. Sie leben wie, was weiß ich, wie man so schon sagt, wie Gott in Frankreich, aber ich verstehe es einfach nicht. Und die Leute lassen sich manipulieren und beeinflussen und das ist einfach nur ekelhaft. Ja? Oder gibt es nicht gekennzeichnete Produktplatzierungen? Ja. Da wird vielleicht sogar noch das eigene Produkt reingehalten und gesagt, ah, wie toll das doch ist und so. Aber man signalisiert nicht, dass es eine Produktplatzierung ist. Und das Einzige, was dann dagegen kommt, als Gegenargumentation, ist ja, Unternehmen nutzen ihre Konsumenten doch auch aus. Ich meine, was ist das für ein Vergleich? Erst einmal, also. Gehen wir mal von der Grundprämisse aus, man könnte diese beiden Sachen gleichsetzen. Zwinker, zwinker, ja. Ein Unternehmen, was irreführende Werbung betreibt, ja, oder gewisse Sachen, ja, oder Qualitäten ihrer Produkte nicht gewährleistet, die müssen damit rechnen, dass ihnen kompletten Riegel vorgeschoben wird. Sie müssen mit fetten Geldstrafen rechnen. Aber das ist meistens nur der Schlag auf den Finger. Nein, es gibt auch komplette Unternehmensverbote bei schlimmeren Vergehen. Ja, von daher sind die Unternehmen da ja durchaus vorsichtig. Die gönnen sich auch mal den einen oder anderen Schnitzer, befinden sich in, sagen wir mal, grenzwertigen Grauzonen. Ja, aber sie sehen die Notwendigkeit, sich da aufzuhalten. Oder sich generell daran zu halten. Also wenn man dahin geht mit irreführender Werbung, ja, und generell den manipulativen Dingen, die da von vielen YouTubern da in die Welt gestreut werden, müsste man noch sagen, wenn ihr sagt, Unternehmen tun das auch, müsste man euch nicht genauso bestrafen? Müsstet ihr für irreführende Werbung, für Kundenmanipulation in der Hinsicht nicht irgendwie auch bestraft werden? Solltet euer Kanal vielleicht dadurch nicht irgendwie auch vielleicht sogar geschlossen werden? Auf der einen Seite sagen, das machen Unternehmen auch,
Aber wenn es um Verantwortung geht, ja, dann ziehen die Leute da aber ganz, ganz schnell ihre Hände zurück. Weil Unternehmen tun das ja auch. Ja, aber Unternehmen haben auch Richtlinien und Pflichten, an die sie sich halten müssen. Aber wenn YouTube da mal eine Richtlinie ändert, da ist das Geheule groß, das Geheule aber los hier. Ja, schrecklich, da muss der Mann von Chicani-Netzwerk auch wieder trinken. Und sich bei Gelegenheit eine neue Flasche holen, weil die schon wieder leer ist. Aber das sind die Zustände, die wir haben. Die Leute vergleichen sich mit Unternehmen, weil die tun das ja auch. Ja, aber sie wollen sich nicht selbst wie ein Unternehmen behandeln lassen müssen. Ja. Wenn man A sagt, muss man für gewöhnlich auch B sagen, aber da existiert einfach keinerlei Erkenntnis. Nein, man möchte sich nicht nur der Verantwortung entziehen, nein, man möchte das Beste von beiden Welten. Und was ist das Beste aus der Welt von YouTube? Du wirkst für die Leute, für deine vielen minderjährigen und etwas jüngeren Fans, wirkst du wie, ja, das Idol, ja, das Vorbild, ja, die Ansprechperson, die, naja, nicht wirklich direkt antworten kann. Naja, du wirkst für die Leute so, du bist ihr Freund. Und was machen Freunde für gewöhnlich nicht? Ja, Leute manipulieren, ausnehmen, ihn vormachen, ja, beispielsweise, ja, wenn du meine Ware nicht kaufst, dann bist du kein echter Fan von mir. So nach dem Motto, alle Leute, die meinen Stuff nicht kaufen, die sind für mich nicht existent. Und der, ja, kleine Fan von dir ist total schockiert, weil er möchte ja von dir anerkannt werden. Er möchte ja von dir diese Anerkennung haben. Also geht er zu seiner Mutter, Vater oder sonst wen und sagt, hey, ich brauche Geld, ich möchte etwas kaufen. Und die Eltern denken sich, ah, ja, mein Kind möchte etwas Schönes sich holen und erfüllen von dem Kind eventuell den Wunsch. Und dann kauft sich vielleicht der kleine Timmy, Tom oder wer auch immer ein, was weiß ich, ein Frauenpflegeprodukt, um das mal überspitzt hier gerade darzustellen. Einfach nur, um ihren liebsten YouTuber zu unterstützen. Ja. Ich habe ja gesagt, Unterstützung ist an sich nichts Schlimmes. Ja. Unterstützung ist wirklich nicht schlimm. Das Problem ist nur hier geht es nicht nur um Unterstützung. Hier geht es um gezielte, direkte Manipulation. Ja. In dem Fall geht es um Manipulation, um irgendwelche Sachen, Produkte zu kaufen. Und in dem Beispiel am Anfang ging es darum, dass derjenige halt seine Meinung kundtut auf eine beleidigende und verletzende Art und Weise, die seine Zuschauer übernehmen. Leute, falls irgendjemand das sieht, der eine größere Reichweite hat, was ich ehrlich gesagt bezweifle, dann nehmt euch diese Worte, die ich sagen möchte, einfach mal zu Herzen. Ja? Ihr habt eine Verantwortung. Ihr habt Fans, die euch vergöttern, die euch folgen, vielleicht sogar in den Tod folgen würden, weil ihr ihnen so viel bedeutet. Ihr habt Auswirkungen auf so viele junge Menschen. Ihr könntet die nächste Generation praktisch mit euren Ansichten, ja, und Vorstellungen fördern. Ihnen Werte vermitteln, die wichtig sind für die Zukunft. Ja, eben beispielsweise nicht andere Leute öffentlich anzugreifen, andere Leute eben nicht zu manipulieren, irgendwas zu kaufen oder ihnen Geld zu spenden. Ja, ihr habt die Möglichkeit, das zu tun. Und das, was ihr schlussendlich tut, ist es weiter euren Geldbeutel zu füllen und keine Sekunde darüber nachzudenken, was das für Konsequenzen nach sich zieht. Wie viele junge Menschen dadurch negativ beeinflusst werden und eventuell dann anderen Leuten Morddrohungen schicken oder vielleicht sogar wirklich
körperlich angreifen. Ja, dazu gibt es auch schon Berichte, wo Leute in ihren Videos aufgerufen haben, andere Leute zu verletzen, und die Fans haben das dann gemacht. Ihr habt so eine Macht, so eine Auswirkung auf so viele Leute, und ihr benutzt sie, um etwas Negatives zu tun. Und das finde ich zum Kotzen. Ihr seid zum Kotzen. Ich finde euch alle zum Kotzen. Ich weiß, ich sollte das nicht sagen, aber ich hoffe, das kommt alles irgendwann mal auf euch zurück. Ich hoffe, also in dem Moment, als nichtgläubiger Mensch, hoffe ich, dass es sowas wie Karma, keine Ahnung, das Leben nach dem Tod oder irgendwas in dieser Art gibt. Einfach nur, damit ich die Gewissheit haben könnte, es gibt so etwas wie Gerechtigkeit. Etwas, was ich gerade nicht sehe. Das Video von heute Morgen hätte mich fast zu Weißglut getrieben. Sie hatten beide, was heißt beide? Sie haben alle drei dasselbe Hobby. Ja, weil die cosplayt, ist auch in der Sparte selbst ein wenig aktiv, setzt sich dafür ein. Sie haben also, sie sind alle im selben Gebiet tätig. Und anstatt, dass sie sich gegenseitig supporten, ja, für eine gute, ehrliche, aufrichtige Community zu sorgen, vergiften sie einfach nur die Gedanken. Sie vergiften die Gedanken mit, ja, mit ihren Scheiß halt. Und, na verdammt, ich kann doch jetzt nicht einfach anfangen, während meines Podcasts am Ende dann zu weinen. Also, so weit ist es schon gekommen, dass mich diese Sache so weit treibt. Mitunter ein Punkt, warum ich halt einfach nicht darüber sprechen wollte. Weil ich wusste, es macht mich nicht nur sauer. Und dass das in irgendeine Richtung geht, wo ich sage, das ist nicht meine subjektive Art, die ich normalerweise an den Tag lege, sondern es wird in eine Richtung gehen, wo ich halt einfach wütend werde, wie man Leute ausnutzen kann, negativ beeinflussen und manipulieren kann, die einen so lange supporten, die hinter einen stehen, die eventuell für dich sogar eine Kugel abfangen würden. Und sie werden so ausgenutzt, so belogen. Und ich weiß, die Wahrheit ist nicht immer gut fürs Geschäft. Man muss YouTube als Geschäft irgendwo sehen. Ja, weil viele Leute haben sich halt daraufhin spezialisiert. Auch wenn YouTube kein sicherer Arbeitsplatz ist, ja, gehen sie das Risiko ein, Vollzeit-YouTuber zu sein. Und daran ist per se auch nichts Schlechtes. Nein, das finde ich nicht schlecht. Das ist auch nichts Schlechtes. Aber auch wenn es schlecht ist, eventuell für den eigenen Kanal, sollte man trotzdem mit seinen Abonnenten ehrlich sein und zu sagen, wie es ist. Dann sagt man einfach, mir geht es um das Geld. Ich brauche das Geld, weil im Leben braucht man nun mal Geld. Aber sich hinzustellen und, um mal ein anderes Beispiel an dieser Stelle zu sagen, ein YouTuber, den ich fast 4 Jahre verfolgt habe, hat sich ein bisschen auf Twitch verlagert. War ja in Ordnung. Dann hat er allerdings im Video, in ein Video gesagt, und zwar im selben Video, auf der einen Seite, ja, diese Videos, die er macht, die nehmen sehr viel Zeit in Anspruch und werden aktuell nicht von YouTube monetarisiert. Ich habe keine Ahnung, ob das so explizit stimmt. Geht auch nicht darum, ja. Aber er hat im selben Video und später gesagt, dass er diese Videos auf Twitch stellen wird. Aber nicht auf YouTube. Ja, weißt du, er sagt in einem Video noch, es geht ihm nicht ums Geld. Und er hört nur aus Zeitgründen auf mit dem Format. Sagt er im selben Video noch, dass er das Format weitermachen wird, aber auf Twitch, wo er es halt noch kostenpflichtig anbieten kann. Es wäre ja kein Mehraufwand, das auch auf YouTube anzubieten. Und alle Leute, die ihn supporten wollen, können sich es ja auf Twitch ansehen.
Ich weiß. Man ist da skeptisch und sagt sich, ja gut, das macht denn doch eh keiner, weil es ja kostenlos ist. Aber meine Güte, wenn du wirklich ehrlich an deine Community glaubst, an deine Fans, ja, dann denkst du dir auch, das werden einige Leute trotzdem tun, sich das da anzusehen. Aber irgendwie zu sagen, es geht dir nicht um das Geld und du machst das Format nur nicht mehr aus Zeitgründen, machst das Format dann aber trotzdem, aber möchtest dann dafür Geld unbedingt haben. Weil ansonsten könntest du, wenn du Videos da eh machst und auf Twitch stellst, sie auch auf YouTube anbieten. Aber das tust du nicht. Also erzähl mir nicht, dass es dir nicht um Geld geht. Weil es ehrlich ist, dass es um Geld geht. Niemand würde in dem Kontext etwas anderes denken. Und dementsprechend gab es auch unter diesem Video einen Shitstorm. Und dann hat er ein zweites Video dazu gemacht gehabt. Und hat gemeint gehabt, ja, die Leute, die haben mich ja voll fertig gemacht. Ich habe gesagt, es geht mir nicht ums Geld. Ihr habt das gar nicht verstanden. Und ich habe ihm halt einen Kommentar geschrieben, ja, dass es mir, worum es eigentlich ging. Dass das, was er gesagt hat, einfach total widersprüchlich zu dem war, was er schlussendlich gemacht hat. Und als Antwort bekam ich nur, ich bin ja schon länger ein Vollzeit-YouTuber. Das war's. Das war die ganze Antwort. Er hat sich offensichtlich keine Mühe gemacht, das, was ich geschrieben habe, wirklich zu lesen. Man muss sagen, es ist auch ein größerer YouTuber gewesen. Ja, aber trotzdem. Also erstmal hat es mich gefreut, dass er mir geantwortet hat. Aber als ich die Antwort gelesen habe, habe ich realisiert, er hat nur rausgelesen, was er rauslesen wollte. Er hat sich keinen Moment wirklich mit meinem Kommentar auseinandergesetzt. Und das passiert offensichtlich in der Sparte sehr, sehr oft. Und das ist traurig. Es ist traurig und es macht mich wütend. Ja, zu gleichermaßen macht es mich traurig und wütend. Und das ist aktuell YouTube. Das ist nicht komplett YouTube. Definitiv nicht, aber es ist ein eindeutiger Trend, den YouTuber gehen. Es ist mehr, immer mehr in diese Richtung, die Leute zu manipulieren und weiter auszunehmen. Praktisch unter fast jedem Video kann man irgendwie den. Ich weiß gar nicht. Ihr merkt schon, das hat mich schon wieder komplett kaputt gemacht. Aber wenn man einfach immer wieder diese Videos sieht, wo Leute immer wieder um Geld betteln und zu Beginn und am Ende jedes Videos darauf hinweisen, ja, ich habe hier meinen Job und ihr könnt mich ja auch auf Patreon unterstützen und am besten in jedem Video eine Produktplatzierung reinpackt, die nicht gekennzeichnet ist und ja, am besten dann noch solche Sprüche bringen, wie vorhin erwähnt. Ja, hey, ich habe mein neues T-Shirt draußen. Das ist nur etwas für wahre Fans. Ja. Ja, generell dieser Merchandise-Bullshit, der teilweise abgeht. Ich habe kein Problem mit Merchandise. Ja. Aber es gibt da eine nette kleine Masche, die sehr oft benutzt wird. Und zwar, ein neuer Shop wird gegründet. Und dann gibt es dieses Video. Und ah, es tut mir leid, der Shop ist down. Ja, ich hoffe, dass der Shop in einer Stunde wieder online ist. Aber dann solltet ihr vielleicht schnell sein, weil die Leute werden dann wahrscheinlich ruckzuck dann draufgehen, um, naja, schnell noch Merch von mir abgreifen zu können. Weil das ist ja logischerweise nur begrenzt, ne? Nehmen wir diese ganze Aussage mal einfach gerade aus Spaß auseinander. Also, ja. Du sagst explizit, du hoffst, der Shop ist in einer Stunde wieder online. Ja, wenn du so eine Aussage triffst, ist es meistens der Fall, dass der Shop dann in einer Stunde wieder online ist, weil, naja, du stehst im Kontakt mit dem Shop-Betreiber. Ja, also wirst du meistens schon wissen, dass das etwa nur eine Stunde ist. Ja? Also diese Aussage, oh, du hoffst, dass er in einer Stunde wieder online ist, heißt meistens, er ist in einer Stunde wieder online. Bringen wir es einfach mal so auf den Punkt. So, nochmal, was hat er denn Nettes gesagt? Und zwar hat er gesagt gehabt, ja, es gab wohl zu viele Zugriffe, deswegen ist der Server down gegangen.
Also, wenn der Server wieder online ist, ja, wenn der Shop wieder da ist, solltet ihr schnell drauf gehen und euch den Stuff kaufen, weil der wird dann wahrscheinlich weggehen wie warme Semmel, ne? Also, wir haben Situation A. Der Shop, ja, also der Shop-Server ist downgegangen wegen zu vielen Anfragen. Aber du sagst, die Leute sollen schnellstmöglich drauf gehen, also provozierst du sehr, sehr viele Anfragen, um zu Situation B zu kaufen, zu B zu gehen, um möglichst schnell Dinge zu kaufen. Was stimmt denn da nicht? Version A, zu viele Anfragen, Server tot. Version B, noch mehr Anfragen, Server irgendwie nicht tot. Was ist da bloß los? Oder die Person ist einfach nur dumm und denkt sich, oh, der Server könnte dann wieder down gehen. Die Leute sollten schnell sein. Und ist. Nee, um ehrlich zu sein, niemand kann so dumm sein, zu sagen, oh, ihr solltet schnell zugreifen. Ja, weil nachdem der Server jetzt down war, gibt es wahrscheinlich mehr Anfragen. Dass der Server dann komischerweise nicht mehr down geht, ist ja schon sehr kurios. Also da gibt es so viele Maschen da draußen. Das ist unfassbar. Die werden immer kreativer, manipulativer und es ist einfach nur grässlich. Es ist grässlich, wie die Leute da gemolken werden. Und das vielleicht noch Schrecklichere daran ist, dass die Leute trotzdem hinter ihnen stehen. Und selbst wenn es eindeutige Beweise dafür gibt, dass da ein Betrug vorliegt, verteidigen sie ihn noch. Auf der einen Seite sagen sie, ja, das machen die Unternehmen ja auch. Ja, machen aber einen Betrug und wollen sich nicht mit einem Unternehmen, was für einen Betrug halt zahlen muss, ja, dass sie sich damit gleichsetzen lassen wollen, möchten, gehabt werden sollen, Brötchen, ne? Oh, dieser Doppelstandard. Es ist einfach nur schrecklich. Ich kann das gar nicht ausreichend betonen, wie schrecklich es ist. Von daher, ich habe bestimmt mehr als genug dazu gesagt. Das wenigste davon war 100% sachlich. Aber versucht bei der Sache mal sachlich zu bleiben. Ihr werdet sehen, das ist gar nicht mal so einfach. Ja. Tja, das ist YouTube, meine Freunde. Ja, und all das war der Auslöser nur wegen dem Video heute Morgen. Ansonsten hätte es diesen Podcast eventuell nie gegeben, obwohl YouTube bringt ja mehr als genug, ja, um ja, dieses Video wieder relevant werden zu lassen. Und es ist etwas, was gesagt werden muss. Die Leute werden verarscht und benutzt. Und dann stellen sie sich aber hin und tun so, als ob sie deine besten Freunde sind. Ich meine, wenn sie offen und ehrlich daran gehen und sagen, wie es ist, hätte man gar nicht so ein Problem damit, weil die sagen dann halt, hey, ich brauche das Geld einfach. Oder ich möchte einfach mehr Geld haben, kauft meinen Scheiß. Ja. Wäre natürlich jetzt nicht so viel besser, aber es ist immerhin besser als diese heuchlerische, hinterfotzige Tour, die hier auf YouTube, ja, zurzeit halt gang und gäbe ist. Um ehrlich zu sein, ich verfolge zwischenzeitlich kaum noch YouTuber, einfach weil es mich ankotzt. Es kotzt mich richtig an, das zu sehen. Ihr seid richtige Kotzbeutel, also so richtige, richtige Kotzbeutel. Und ich finde es gut, dass ich solche Ausdrücke benutzen kann, ja, weil ich meine Videos eh nicht monetarisieren lasse. Und wahrscheinlich würde ich das auch nicht machen, wenn ich 1 Million Abonnenten hätte. Das kann man zwar jetzt so leicht lapidar sagen, aber um ehrlich zu sein, wäre es mir in diesem Video bzw. Podcast wichtiger, das so sagen zu können, als dass ich dafür Geld bekomme. Weil, um ehrlich zu sein, um an Geld zu kommen, gibt es eigentlich auch noch Arbeit, also richtige Arbeit.
Hinter Videos schneiden steckt auch Arbeit, ja. Ich bin da ja keine Ausnahme. Ich mache ja genauso Videos wie viele andere auch. Da stecken auch teilweise mehrere Stunden Arbeit drin. Glaubt man bei ein paar Videos von mir nicht, aber ist halt wirklich so, ne? Daraus mache ich auch kein Hehl. Es ist halt Arbeit, die ich da reinstecke. Und dass ich dafür kein Geld bekomme, ist mir ziemlich egal, weil das ist ja, es ist nicht meine Intention. Würde ich mich über Geld freuen, natürlich, aber wer würde das in dem Moment nicht? Aber dass dieses Geld, ja, YouTube so verdirbt, das ist, ich möchte nicht sagen unfassbar, weil wenn man sich die Geschichte der Menschheit anguckt, ist es halt eigentlich das, womit man hätte rechnen müssen, aber das Dreiste, ja, dieses Manipulative, wenn man wirklich ganz dreist, ohne Schamgefühl, Minderjährige ausnutzt, ja, oder generell seine Fans, die einen vergöttern, ausnutzt, das ist einfach, ich weiß nicht, es ist widerlich, es ist richtig abstoßend, es ist auf so einer Ebene abstoßend, dass ich mit diesen Menschen im echten Leben nichts zu tun haben möchte. Selbst wenn sie abgesehen davon, ja, nette Menschen sind. Es ist einfach abstoßend, was sie tun. Es ist wirklich, wirklich abstoßend. Und bevor ich zu sehr in den Kreisen laufe und es noch länger wird, ich meine, das war hauptsächlich hier eigentlich ein Rage-Video, kein Podcast. Ich werde es trotzdem als Podcast benennen. Einfach weil ich es kann, ist ja schließlich mein Kanal. Naja, ich werde es damit belassen. Ich hoffe, man konnte sich das, obwohl ich, naja, noch weniger einen roten Faden hatte als sonst und an manchen Stellen auch selbst beleidigend wurde. Ich hoffe, man konnte den Podcast trotzdem einigermaßen genießen und wenn ich nur einen damit wirklich erreiche, der darüber nachdenkt, realisiert, was da eigentlich seine Vorbilder eventuell tun, dann habe ich schon mal das erreicht, was ich hiermit erreichen wollte. So, das war's von mir. Grüßt mir die Sonne und macht's gut.